Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Ja, wir fangen mal wieder hier an. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum. Das hat ja letztes Mal auch nicht geklappt. Wir haben ja schon zweimal versucht. Und es hat schon zweimal nicht geklappt. Unter anderem wegen... Warum? Boah, Leute, ey. Boah, Leute, ey. Alter. Fängt ja jetzt schon wieder... eher schlecht an. Was die Leute hier halt wollen, ist mehr Geschwindigkeit. Ich habe aber definitiv nicht genug, um mir schon riesengroße Züge hier zu kaufen. Vielleicht kann ich ein Darlehen entsprechend aufnehmen. Aber dann bin ich bei 200.000. Und das wird niemals reichen. Weil England ist halt sehr gut verbunden mit den ganzen mit der Bahn. Deswegen wundert es mich halt auch, dass wir hier anfangen müssen mit so wenig Kapital. Das kann man ja fast schon nicht machen. Dass die Leute da nicht gerne mit dem Bus fahren, sondern stattdessen eher eine höhere Geschwindigkeit wollen und mit dem Zug fahren wollen, ist ja eigentlich mehr als logisch. Transport Inc. hat vor relativ kurzem noch erst ein größeres Update gekriegt. Jetzt ist hier unten zum Beispiel so eine Kugel, mit der man sich alle Tutorials, alle Hilfen nochmal anzeigen lassen kann. Zum Beispiel auch die der Tochtergesellschaft. Das hätte ich mir nochmal alles durchlesen. Vielleicht verstehe ich dann eher, was man damit machen soll. Aber solange jetzt hier erstmal machen wir so weiter. Es ist belastend. Für dich gibt es doch kein Upgrade. Und lass mich raten, das ist die Geschwindigkeit. Und der Komfort. Höherer Komfort können wir machen. Hier höherer Komfort. Wenn es jetzt nur am Komfort liegt, dann wäre es ja noch in Ordnung. Ja, die Bank gibt mir jetzt natürlich kein Darlehen aktuell. Komm, mach mal hin. Ich würde gerne versuchen, diese Folge noch aus England rauszukommen. Mal sehen, wie das läuft. 82 ist schon wieder zu viel, ey. Ich glaub's ja nicht. Da hat es jetzt direkt keine Bahnverbindung. 9000. 82 bis 160. 82 km/h. Das geht klar. Das haben wir drin. Mit hier den Dingern. Dann nehmen wir so ein, zum Beispiel hier. Müsste ja jetzt schön voll werden. Also viel dazu. 82. Ab 82 war alles okay. Das fährt 100. Warum? Alter. Naja, gut. Aber ein paar fahren mit. Ich würde sagen, das ist okay. Gut ist es nicht, aber es ist okay. Guck mal, hier sind wir schon. Guck mal. Die wollen fast 200 km/h. Für. Na.
50 km/h, das ist ja mal easy. Easy win. Vielleicht muss man auch mehr damit arbeiten. Wer weiß es. Ich versuche das. Ich gehe das Ganze jetzt auf jeden Fall auch mal anders ran. So, die Leute sind super duper mega zufrieden hier. Dann lassen wir die natürlich auch mehr zahlen. Haben wir jetzt schon. Lol. Birmingham. Birmingham, du kriegst ein Debo. Jawohl. Und du fährst jetzt natürlich zum. Na. Achso. Wird er jetzt abgeschleppt? Nee. Ja, fahr doch. Fahr doch zum Debo, genau. So, dann haben wir das schon mal. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken, dass wir ein bisschen Geld rankriegen, jetzt einfach nur so. Kaufen uns irgendwo so ein kleines Land, wie zum Beispiel hier die zwei. Hoffen, dass es da läuft. Und gucken dann mal, dass wir vielleicht deutlich schneller auf. Alter. Dass wir vielleicht deutlich schneller auf die Züge gehen. Aber man muss jetzt zahlen, um dem Manager die Fahrzeuge zu geben. Interessant. So, die wollten ja fast 200 km/h, das kriegst du ohne Zug nicht hin. Aber, apropos Zug, nee. Wie viele sind's? 120. Von 120 sind wir noch weit entfernt. Ist abgeschleppt. Aber kostet 200.000, das kriegen wir doch im Leben nicht von dieser kleinen Strecke. Nee. Wir haben ja noch unser aktuelles Darlehen, das müssen wir noch 2 Monate abbezahlen. Vielleicht Dublin? Nee. Da gibt's nix. Hier gibt's später vermutlich Flugzeug. Über irgendwelche indirekten Wege gibt's da garantiert was, aber das haben wir aktuell noch nicht. Boah. Guck mal hier, von Inverness nach Ljubljana. Das wäre doch mal eine Strecke, wa? Haben wir sonst noch was, was wir jetzt groß hier machen können? Also der Bus hat ja nicht gereicht. 6000, jawohl, das haben wir. 115 km/h. Zwischen 115 und 160 km/h. Da haben wir nichts mit Bus, das heißt, das muss per Zug gehen. Und das ist irgendwie. Ich weiß ja nicht. Irgendwie finde ich das ein bisschen suspekt. So, hier zum Beispiel Liverpool, Belfast. Wie kommt man von Liverpool nach Belfast? Beide haben keinen Flughafen. Man müsste ja dann fast schon hingehen. Von Liverpool nach London und von London nach, ich würde mal raten, Dublin. Und dann wieder nach Bel. Also, das ist doch. Hä? Weil Schiff hat das Spiel nämlich nicht. Zumindest nicht, dass ich es bis jetzt gesehen hätte. Und
Du kriegst zumindest mal ein Upgrade, so dass die Busse wieder rein können. Und dann gucken wir mal, dass wir mehr Passagiere haben wir aktuell eher genug. Guck mal, hier die Strecke können wir doch noch ein bisschen ausmelken. Everness New Ding da war. Genau. Ah, eine Flut. Ah ja. Wir sind Leute hier natürlich unzufrieden, weil. Naja, es hat eine Flut. Das ist natürlich super. Das wird uns jetzt natürlich auch ein bisschen was kosten. Edinburgh. Ja, guck mal, Edinburgh hat ja auch hier. Ach, guck mal, Edinburgh hat einen Flughafen. Dann Edinburgh, Dublin und rüber. Also, das sind doch Strecken, die sind doch nicht. Kann mir doch keiner erzählen, dass man die so normalerweise fährt. Was kostet da die Umfrage? 13.000. Guck mal, 160 km/h. Das ist doch. Da müsste man dann einen Zug draufsetzen für eine Million müsste man da einen Zug draufsetzen. Also, das ist doch nicht zu schaffen. Naja, ich versuche die Folgen jetzt wieder etwas kürzer zu halten und vor allem jetzt auch mit einem ordentlichen Outro. Weil das andere macht vom Schnitt her irgendwie. Macht's kompliziert, sage ich mal. Guck mal hier, Everness. Everness Hall. 9000, das können wir uns leisten. Was wollen die für eine Geschwindigkeit? 92 km/h. Bis wie viel? 160? Bis 190. Also wir können es ja mal mit so einem Bus hier probieren. Der kratzt ja jetzt nicht unbedingt an der untersten Grenze mit 120. Aber... Also Leute, wenn ihr da jetzt nicht mitfahrt, dann fresse ich aber einen Besen. Viel dazu. Das ist wieder der Komfort. Komfort können wir etwas steigern. 10. Sag mir jetzt bitte, dass es sich lohnt wenigstens. Naja, die Stimmung der Fahrer ist niedrig. Wir geben dem mal ein bisschen mehr Gehalt. Hier zum Beispiel 4. So. So. Und. Ich würde sagen, wie das weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein. Ich mache jetzt hier einen Cut, weil ich habe gleich wieder Unterricht. Bis denn. Tschüss.